Warum? Wir haben das doch hier schon fertig, ne? Also, warum soll ich hier das Gestänge rausholen? Das Gehängegestänge hier. Ist doch alles fertig. Da, guck. Aber er zeigt mir das Ding da an. Das ist immer so verwirrend. Aber hier ist nichts. Er reagiert ja auch auf gar nichts. Also, ich denke mal, hier ist nichts. Das sind Knüppe. Und hallo und herzlich willkommen übrigens zu weiteren Suchten von Avatar Frontiers of Pandora. Da waren wir noch nicht. Ich muss da hin. Ich brauche die Frucht. Habe ich überhaupt Platz? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Platz habe. Warte mal. Klack. Ja, fertig. Ach so, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Ah, du könntest nachher mal was futtern. Hier haben wir was. Da haben wir was. Eigentlich, ne? Warte mal. Wo war das jetzt? Ich kann das nicht fallen lassen, ne? Ich kann nur die fallen lassen. Warum? Präzisionsmagazin. Reitschaden und RDA-Schaden. Schwachstellenschaden. Die sind fast 18. Kriegen wir das draußen? Tatsächlich. Es hat angefangen zu regnen. Hier ist auch irgendwas. Hier haben wir so eingekriegt. Uiuiuiuiui. Und hier? Nichts. Damit ist der Punkt auch weg. Und ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir da wirklich hin oder wollen wir da oben noch ein bisschen gucken? Hier sind ja noch zwei Hüfis. Vielleicht ist ja noch was anderes da. Man könnte auch in diese Richtung weiterschauen. Hier ist noch so viel unentdecktes Land. Und da ist auch noch mindestens eine Station. Hier ist auch noch irgendwas. Ja, machen wir erstmal hier weiter. Reisen wir. Reisen wir. So. Ich müsste natürlich auch auf W drücken. Dann könnte ich mal... Ja, ich weiß, es ist Verschwendung, aber ich esse einen Fleischspieß. Und ich mache mir gleich einen... Oder ist hier so ein RDA-Ding noch? So ein Fresscontainer? Nö. Haben wir eigentlich Munition voll? Da. Ja. Hier ist die Kochstelle. Den kochen wir uns mal ein. Chamäleon-Kriecher. Nehmen wir mal ein. Und so eine verborgene Frucht kriegen wir ja gleich noch. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, sing dich ein. Oh, ausgezeichnet. Rindenhaut 52 Minuten. Oh, geil. Das reduziert den Schaden für alles. Die muss ich dann essen, wenn wir so eine RDI-Station einnehmen. Dann brauchen wir natürlich jetzt so eine Frucht, ne? Wo ist denn die olle Klamotte-Motte? Warte mal, gucke ich da schon hin? Ich gucke da sogar schon hin. Die ist da oben, ne? Ist die weit weg? Nee. Da kommen wir zu Fuß hin. Da kommen wir... Ich weiß gar nicht, warum die... Ich weiß es nicht mehr. Warum die Menschen die Luft nicht atmen können. Ha? Ich glaube, das wird ein bisschen... Haben wir Holz ordentlich?
Oh, ich kann Pfeile herstellen. So. Wenn ihr nicht sehen könnt, dann seid ihr verloren. Egal. Aha. Ja, da sind sie. Hier muss normales Laufen funktionieren. Es kann sein, ich habe hier mal den Ehrgeiz, das gleich beim ersten Mal zu schaffen. Aber es kann durchaus sein, dass das gar nicht geht, dass das gar nicht so vom Spiel gewollt ist. Ich ignoriere jetzt auch alle Gefahren. Oh, das wird eng. Da ist er. Oh, geschafft. Cool. Es regnet natürlich wieder nicht, ne? Es regnet immer nicht. Ach, ich muss nach unten ziehen. Und die Frucht geht dann nach oben. Ist das denn wenigstens eine goldene? Cool, dann können wir ja nochmal so ein Dingen herstellen. Guck mal, dann haben wir das schon geschafft. Ich kann das nicht erkennen, ob hier was ist. Sieht aber nicht so aus, ne? Aber hier ist auf jeden Fall was. Und hier sind Glockenbäume jetzt. Und ich muss... Glockenzweige. Und ich muss... alle Glockenzweige anfassen. Das ist ein innerer Zwang. Oh. Ah, was haben wir denn da? In so Löcher gebohrt. Guck mal, den haben wir schon mal. Ah, ah. Da müsste noch so ein Gesang kommen. Aber denn, wenn da so eine Viecher, so ein Zeug brauche ich auch wieder. Da ist noch eine Kiste. Da ist er. Ich glaube, wenn die da noch so rumkriechen, dann kannst du hier nicht ernten, ne? Dann gibt es keine Interaktion. Doch, gibt es auch. Oh Gott. Tadellos bei Tag. Aber auch nur grün. Da ist er. Dann haben wir die auch. Ich freue mich. Geh weg. Hier war noch eine Kiste, ne? Mima Miste. Da ist die doofe Kiste. Ich glaube aber, die kann ich nicht sammeln. Das ist eine grüne. Und da steht Inventar voll. Das kennen wir ja nun schon. Dann haben wir da was. Ich hätte aber auch dahin reisen können. Meine Schwester ist zurückgekehrt. Oh, ist das schön. Eines Tages trat sie aus dem Nebel. Meine Güte. Ist das schön. Mach mal das Bild weg. So. Wir machen einfach ein Foto. So wie es das die Grafik vom Spiel hergibt, ohne zu verkünsteln. Da ist er. Da wollte ich mal gucken. Ich weiß aber nicht, ob ich das passende. Es sieht nicht so aus. Ich habe im Moment gar nichts, was wir brauchen. Wir dürfen niemandem Vorwürfe machen. Aber wir könnten da was reintun. Zum Beispiel von diesem Fleisch habe ich mehr als genug. Da machen wir nur ein. So. Die behalte ich. Das Goldene behalte ich auch. Na, ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber es ist immer noch
Da schiebt sich der Schatten. Immer noch besser, als die Sachen dann nicht zu nutzen. 378. So, Carol. Du kriegst erstmal einen Fisch. Ah, da bist du ja. Das gefällt dir, oder Carol? Das ist doch ein schöner Name, ne? Das ist doch ein wunderschöner Name. Ich weiß jetzt nicht, ist das höher? Nein, hier unten, halt. Da, was haben wir da? Da haben wir was. Was haben wir denn da? Das ist ein Kürbis, das ist aber... Nee, nicht. Ich wollte schon wieder absteigen. Ja, ja. Hier ist eine Radaranlage. Oh, und die Nase. Oh, wie verrückt. Jetzt brauchen wir den aber. Nein, die 5. Die 5. Ein Moos. Ein Moos. Hm. 5. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Das ist Figelinsche. Da oben. Huch, nicht drauf. Ja. Haben wir geschafft. 7 von 9. Fehlen ja nur noch 2. Okay. Müssten mir ja eigentlich auch noch Setzlinge angezeigt werden. Hier sind aber keine mehr. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Gut. Guck mal, was da schon durchlinst. Durch die Felsen. Ist aber nur eine Anlage, ne? Wir werden mal hier hinreisen. Dann kann ich mir das Dorf da nehmen. Und dann... Haben wir hier was kaputt gemacht? Das waren wir doch nicht, ne? Das war schon so... Hier kann Carol aber gut landen. Oh. Kommt nicht. Ah. Carol mag... Ach du Schande. Das ist gar nicht so ein guter Reisepunkt hier. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Und zwar heil. Ist alles ganz schön hoch. Jetzt werde ich mir das hier erstmal markieren. Das ist gar nicht so weit weg, ne? Was haben die ja auch? Uhus oder Kuckucks? Das hört sich so an, ne?
das ist was, finde ich, was man unter Umständen auch durchaus genießen kann. Oh, hier sind ganz viele Kapseln. Die Saren zu besuchen erneut den verhangenen Wald. Schön. Wir müssen noch den anderen Heiler finden, ne? Ah! Ah! Warte! Halt! Halt! Ah! Nein! Nicht! Oben bleiben! Oben bleiben! Wollen wir nicht hier... Ah! Bleib doch mal stehen! Ich hab gar nicht mich mehr bewegt. Ich schwöre. Die doch. Mit dem kann ich auch reden. Das ist nah genug. Abstand bitte. Du kannst deine Ausrüstung stärken. Darf ich dir das geben? Holzformerbeutel. Ich weiß nicht, was ich da jetzt hab. Aber was denn nun? Wolkenkieferrinde. Gut. Ich hab da wieder was Falsches gemacht. Ich weiß. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas hab, was dafür geeignet ist, in irgendein Lager zu reisen. Nein. Wolkenkieferrinde. Wir haben so einen Beutel gekriegt. Nee. War der hierfür? Oh. Den nehmen wir doch glatt. Ach, der macht nur Elementarwiderstand. Das habe ich mit Absicht nicht genommen. Nur 8% RDA-Schaden. I-Kran-Ausdauer. 10% RDA-Schaden. Der hat nur einen Wert. Kann ich den fallen lassen? Ich muss Platz machen. Es bleibt mir leider nichts übrig. Das, die heben wir mal auf. Die drei heben wir mal auf. Die können wir ja dann nach Bedarf einsetzen. Der wäre gut, aber dann habe ich ja weniger im Köcher drin. Das wäre nicht so gut. So, wir sind immer noch nicht beim... Wir sind eigentlich beim Lager. Da ist es. Anophie braucht mich heute vielleicht. Schattenkiefern. Nebelblütenfaser, sowas habe ich nicht. Ich liebe den Geruch dieses frisch zerstoßenen Mooses. Das ist schön. Ja, das wird mir bestimmt irgendwann mal... Da kann man auch... Da kriegt wieder eine Funktion. Verzeih, mein junger Freund. Unsere Historikerin Takari erzählte Geschichten, die unzählige Kametiere inspirierten. Wir sehen sie manchmal in der Felskluft. Sie erzählt nicht mehr gerne anderen ihre Geschichten. Irgendetwas scheint ihr aktuell große Sorgen zu machen. Das bei diesem sturen Teil hilft. So, ich habe nur was geguckt. Alte und neue Geschichten. Ja, können wir machen. Aber ich will erstmal hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Da haben wir ja denn schon den Salat. Erstmal die Station hier. Den Kametir steht ein Wandel bevor. Hui, ich will schaukeln. Wollte er nicht.
kommen wir jetzt ins verseuchte Gebiet, deswegen wird das da oben schon gelb. Die Station können wir aber trotzdem freischalten, damit wir den Schnellreisepunkt haben. Schulterspitze Station. So. Wo ist er? Da. Da oben müssen wir hin. Anruf. Auch nicht weiter schlimm. Wir machen gleich weiter. Wir gucken uns gleich mal dieses Lager an. Und ich brauche eigentlich nur weiter geradeaus laufen. Müsste in der Felsformation gucken. Von da oben kann man das vielleicht untersuchen. Mit Carol kann ich da nicht so wirklich ran, glaube ich. Ah, vielleicht gelingt es mir ja nochmal, das wieder leise hinzukriegen. Vielleicht. So wie beim letzten Mal. Da gab es dann gute Sachen. Bohraußenstelle Alpha. 15. Cool. Wobei ich mich mehr darauf konzentriert habe, erst untersuchen. Grenadierveteran. Wir werden das mir erstmal alles verscannen, ne? Huch, aua! Aua! Au! Au! Ah, Junge! Weiß ich, gehe meistens einen Schritt zu weit vor. Hier stehen wir gut. Hier können wir alles schön markieren. Den hatten wir schon. Da hinten sind noch zwei. Die haben wir jetzt auch. Den haben wir auch. Die RDA freut sich, euch in einer der schönsten Gegenden von Padua zu begrüßen. Genießt es! So, nächste Folge, ne? Mal gucken, ob ich es nochmal schaffe. Bis dann. Tschüss. Alle.